Also, was sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen einer Eigenkapitalquote und einer Eigenkapitalrentabilität? Erste Gemeinsamkeit ist offensichtlich, es geht beides mal um Eigenkapital. Zweite Gemeinsamkeit, in beiden Fällen ziehen wir einen Bruchstrich mal 100. Schreiben wir uns also links hin Eigenkapitalquote und rechts daneben Eigenkapitalrentabilität. Sie können abkürzen, EK-Quote und EK-Rent. Daneben ziehen wir einen Bruchstrich mal 100. Und jetzt muss man wissen, bei einer Quotenkennzahl kommt die Größe, um die es geht, immer in den Zähler. Bei einer Rentabilitätskennzahl kommt die Größe, um die es geht, immer in den Nenner. Also, wir schreiben bei der Quotenkennzahl in den Zähler das Eigenkapital, denn Eigenkapital ist die Größe, um die es geht. Und wir schreiben bei der Rentabilität das Eigenkapital in den Nenner, denn Eigenkapital ist die Größe, um die es geht. Jetzt muss man weiterhin wissen, eine Quote ist immer Teilmasse zu Gesamtmasse. Im Zähler steht die Teilmasse, im Nenner steht die Gesamtmasse. Die Teilmasse im Zähler ist das Eigenkapital. Was ist wohl die Gesamtmasse? Ja klar, das Gesamtkapital. Also die Eigenkapitalquote ist Eigenkapital zu Gesamtkapital. Bei der Rentabilität steht im Zähler immer eine Erfolgsgröße. Rentabilität ist die Frage, lohnt sich das? Das heißt, ich setze das, was ich einsetze, in den Nenner und das, was rauskommt, in den Zähler. Im Zähler steht bei den Rentabilitätskennzahlen also immer eine Erfolgsgröße, während bei den Quotenkennzahlen im Zähler immer die Teilmasse steht. Also, was ist die Erfolgsgröße bei den Rentabilitätskennzahlen? Nun, in 99% der Fälle ist das der Jahresüberschuss. Ganz selten mal wählt man den Cashflow. Was ist also die Eigenkapitalrentabilität? Jahresüberschuss durch Eigenkapital mal 100. Was ist die Eigenkapitalquote? Eigenkapital zu Gesamtkapital mal 100. Noch ein Unterschied. Diese Quotenkennzahl, Eigenkapitalquote, wird gebildet nur aus den Größen der Bilanz, also aus dem Bestandskontenkreis, der ja nachher in der Bilanz zusammenläuft. Und für die Rentabilitätskennzahlen brauchen wir immer eine Erfolgsgröße, die wir in Bezug setzen zu einer Bestandsgröße aus dem Bestandskontenkreis. Das heißt, wir brauchen den Erfolgskontenkreis. Das heißt, wir brauchen die G&V mit der Saldierung Jahresüberschuss. Wenn wir einen Jahresfehlbetrag mal haben, dann haben wir keine Rentabilität oder eine negative Rentabilität. Dann ist die Berechnung dieser Zahlen relativ sinnlos, denn die Antwort auf die Frage, lohnt sich das, lautet nein, es lohnt sich nicht. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.